Ja, es war eine sehr, sehr anstrengende Woche für uns mit zwei Niederlagen. Frankfurt, das Pokal aus in Darmstadt. Liegst dann hier relativ frühzeitig 1-0 zurück. HSV, die klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Den einzigen Vorwurf, den sie sich machen müssten, ist eigentlich, dass sie es nicht zu Ende gespielt haben. Ich weiß nicht, ob wir ein 2-0 aufgeholt hätten. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir in der Halbzeit Umstellungen vorgenommen haben, dass wir gerade das thematisiert haben, dass es 1-0 steht, dass man noch eine komplette Halbzeit hat, um nochmal zurückzukommen. Das hat die Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Und das ist vielleicht auch, denke ich, der Grund, warum ich mich immer vor diese Mannschaft stelle. Bei allen Fehlern, die wir noch machen, lässt sie alles auf dem Platz. Und Riesenkompliment an die Mannschaft, die natürlich jetzt müde, aber erleichtert und froh und in der Kabine ist. Und wir werden jetzt nach Hannover fahren, wirklich zur Ruhe kommen. Wir haben Freitagabend ein sehr schweres Spiel gegen Berlin und da wollen wir nachlegen, wissen aber, wie schwer das ist. Und ja, nochmal Riesenkompliment an die Mannschaft, Bruno, dir und deiner Mannschaft alles Gute und schönen Abend noch.